Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Tja, heute habe ich für euch einen schönen Video zum Thema Fitness over 50. Sozusagen habt ihr hier heute im Raum über 100 Jahre Fitness und davon gehört maximal die Hälfte mir. Und ich zeige euch heute, wie man mit ganz einfachen Mitteln, und zwar mit denen hier, mit sogenannten Bändern, der eine oder andere kennt es auch als Deuserbänder, wobei das hier kein Deuserband ist, sondern das ist ein Gummiband in verschiedenen Stärken. Schön farblich abgestimmt aus Outfit von der Corinna natürlich logischerweise. Und da haben wir ganz unterschiedliche Stärken. Und heute geht es darum, um das Thema Booty Training über 50. Für die Menschen, die sich der englischen Sprache nicht her sind, der Booty ist der Popo. Und der Popo bei uns über 50-Jährigen, der hat natürlich immer so ein bisschen seine Probleme mit der Schwerkraft. Und genau aus diesem Grund machen wir heute gemeinsam ein Booty-Training. Also ich muss es nicht machen, weil mein Popo noch von der Schwerkraft her alles in Ordnung ist. Der war lustig. Ja, für die Ladies. Ladies over 50, wir machen heute ein gemeinsames Booty-Training. Und als Testimonial habe ich meine Dame mit dabei, die liebe Corinna. Ich darf auch ein kleines bisschen angeben mit ihr. Mehrfache Miss Universum, mehrfache deutsche Meisterin, Weltmeisterin und vor allem meine Frau. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und wie ihr seht, sind wir heute nicht im Fitnessstudio. Warum? Weil viele Ladies over 50, die trifft man nicht mehr im Fitnessstudio an. Warum? Darüber kann man spekulieren. Auf jeden Fall für alle Ladies, die überhaupt keine Lust haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Wir machen das heute zu Hause, in unserem Zuhause. Das ist zwar nicht unser Zuhause, aber das Zuhause meiner ganzen Personal Trainingskunden, die ziehen sich hier um. Und ich habe einfach mal gedacht, wir machen das in so einem Umfeld, dass ihr zu Hause seht, wir brauchen kein Fitnessstudio, wir brauchen keinen extra Raum dafür, sondern es reicht das Wohnzimmer mit einem flauschigen Teppich auf dem Boden und den Tisch, wenn man ja entfernt, und dann fangen wir einfach mal an. Kurze Erläuterung, ihr Lieben, und zwar heute geht es darum, dass wir nur mit dem Bodyweight arbeiten, das heißt Bodyweight mit Körpergewicht einmal, und wir haben die Tubes dabei, beziehungsweise Gummibänder, und die gibt es in verschiedenen Farben, natürlich auch in verschiedenen Stärken. Das hier ist das Stärkste und hier haben wir das Leichteste, je nachdem, was für Arbeiten wir machen. Und das Erste, was wir heute machen, directly, das ist eine ganz, ganz einfache Übung. Das sind die sogenannten Kniebeuge. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Das wäre einmal die normale Kniebeuge, schulterweiter Stand. Danach kommt Sumo-Kniebeuge. Dann machen wir einen Ausfallschritt und dann machen wir noch Bulgarien-Squats. Und diese Übung, die können wir mal ganz ohne Bänder machen, nur Bodyweight. Und direkt danach machen wir weiter mit den Bändern. Die erste Übung, die wir heute zeigen, ist die Kniebeuge. Und zwar, es gibt verschiedene Kniebeugen-Varianten. Wir machen als allererstes, beziehungsweise Corinna macht als allererstes, die sogenannte schulterweite Kniebeuge. Schulterweit heißt, dass die Fersen hinten auf Schulterweite stehen sollten. Kannst du mal bitte? Yes. Also hinten die Fersen stehen auf Schulterweite. Jetzt kommt sie runter bis zum tiefsten Punkt, bis zu ihrem möglich tiefsten Punkt. Oberkörper nach oben gerade. Und jetzt kommt sie wieder nach oben. Gut, nach oben. Stopp. Langsam runter wieder in die Endposition. Stopp. Und jetzt wieder nach oben und ausatmen. Wichtig bei der Übung ist, dass der Fuß unten Vollfläche auf dem Boden stehen bleibt und dass der Fersen nicht abhebt. Brustwirbelsäule anheben, Rücken gerade, Kopf gerade nach vorne raus und immer dann, wenn sie nach oben geht, einmal kräftig ausatmen. Sehr schön. Und dran denken, ihr wollt mit der Übung auch den Po trainieren. Das bedeutet, dass ihr natürlich, wenn ihr nach oben geht, Druck auf den Fersen ausübt, dass der auf dem Boden bleibt und den Po-Muskel dabei anspannt. Und zwar immer dann, wenn ihr nach oben geht, Po anspannen, ausatmen. So, und das Ganze machen wir zwischen 2x15 bis zu 3x15 Wiederholungen. Wichtig ist, langsam Bewegungsausführung, Stopp, Brust raus, Rücken gerade, nach oben, Po-Muskulatur anspannen, noch einmal. Stopp, Brust raus und nach oben. Sehr schön. Das wäre die erste Variante gewesen für die Kniebeuge.
Bei dieser Kniebeuge ist natürlich ein Anteil des vorderen Oberschenkels mit dabei und im tiefsten Punkt unten ist die Po-Muskulatur. Wichtig für euch, zielmuskelfokussiert trainieren. Das heißt, ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr den Po-Muskel während dem Belastungsweg nach oben in der konzentrischen Phase voll anspannt. Und das ist wichtig. Ansonsten kann es sein, dass ihr viel Oberschenkel trainiert, wenig Po. Zweite Übung, Sumo-Kniebeuge. Stellt euch mal einen breiten Stand hin, bitte. So, die Fußspitzen sind jetzt natürlich weiter nach außen gedreht. So circa, vorher waren es 15 Grad, sind wir bei 30 bis 40 Grad Außenrotation vom Fuß. So, und jetzt legen wir die Arme oben wieder auf. So, und jetzt kommst du langsam runter, noch ein bisschen tiefer. Hier bleibst du, Brust nach oben. Das ist die Ausgangsposition, Druck auf den Fersen, nach oben und die Po-Muskulatur anspannen. Hier ist es so, dass man eindeutig den inneren Oberschenkel mitspürt. Und natürlich jetzt Druck auf den Fersen nach oben, spürbar im inneren Oberschenkel, mehr wie bei der anderen Variante. Und natürlich auch hier ist der Po wesentlich besser spürbar. Sehr schön. Bewegungsgeschwindigkeit tipptopp. Nicht zu schnell bewegen, unten. Stopp, Brust rausdrücken gerade und nach oben und ausatmen. Sehr schön. Somit habt ihr auch hier bei der Bewegung, nochmal bitte. Eins, zwei, stopp, Brust raus. Eins, zwei, nach oben, stopp. Und nochmal, so habt ihr immer eine Kadenzzeit, also eine Belastungszeit für Muskel, auf jeden Fall pro Wiederholung von 4 Sekunden, tipptopp. Das Ganze nochmal runter, nach unten. Druck auf den Fersen, Po anspannen, Brust raus, nach oben. So, und somit natürlich auch durch diese langsame Bewegungsausführung trefft ihr den Zielmuskel zu 100% und hier soll der Zielmuskel, wenn möglich, immer der Po sein. Sehr schön, noch zwei. Stopp, Brust raus, Rücken gerade und nach oben. Sehr schön. Das war die Sumo-Kniebeuge. Auch hier könnt ihr 2 bis 3 Sätze a 15 Wiederholungen machen. Insgesamt seid ihr somit bei einer Gesamtwiederholungszahl von entweder 30 oder 45 Wiederholungen. Ihr könnt natürlich auch nur am Anfang, wenn ihr es nicht gewöhnt seid und sagt, naja, ich bin Sporteinsteiger, dann macht halt erstmal am Anfang 2x8 bis 2x10 und steigert euch nachher auf bis zu 3x15. Einfach eure Trainingserfahrung anpassen. Wenn ihr Anfänger seid, etwas weniger. Wenn ihr Fortgeschrittener seid, etwas mehr. Und wenn ihr Profi seid, dann könnt ihr nach oben skalieren. Überhaupt kein Problem. Das war die Sumo-Kniebeuge. Jetzt kommt meine Lieblingsübung für die Po-Muskulatur. Ist für die meisten Ladies eine Herausforderung. Warum? Weil natürlich hier auch das Gleichgewichtssystem gefragt ist. Und jetzt kommen die Bulgarian Squats. Das ist eine einbeinige Kniebeuge mit dem Fuß hinten auf dem Sofa aufgelegt, okay? Dann einen Schritt nach vorne, großen Schritt nach vorne, noch ein bisschen weiter nach vorne. So, jetzt legst du hinten den Fuß auf. Wichtig bei der Übung ist, dass wenn ihr hier steht, dass ihr nicht, der Standfuß ist klar, gerade nach vorne, vielleicht eine leichte Außenrotation mit der Fußspitze, minimal, gut, so bleiben. Und der hintere Fuß, der muss in der Hüftweite nach hinten gestreckt werden. Nicht zu eng, mach mal ein bisschen enger. So, merkst du das? Jetzt wird... Da wird man ganz instabil. Bisschen breiter, minimal breiter. Das heißt, die Hüftbreite stimmt. Hinten die Fußspitze auflegen. Arme nach oben, Brust raus. Und jetzt wieder langsam runter. Noch ein Tick tiefer. Stopp. Hier mal kurz bleiben. Jetzt nach oben ausatmen. Sehr schön. Auch hier wieder dran denken. Nochmal runter bitte. Stopp. Wieder nach oben. Ausatmen. Sehr schön. Fast in die Gelenkstreckung gehen. Wichtig ist auch wieder hier. Die Po-Muskulatur, die spannt sich nicht alleine an. Ihr müsst schon zielmuskelfokussiert arbeiten. Das bedeutet, sagt eurer Muskulatur, was sie tun soll. Ansonsten wird die Muskulatur immer instinktiv reagieren. Sie soll aber hier bewusst belastet werden. Bewusst heißt, sagt dem Muskel, was er tun soll. Anspannen, langsam runter. Unten, stopp, ohne Umkehrschwung und nach oben. Sehr schön, langsam runter. Stopp, nach oben, ausatmen. Und noch eine. Langsam runter. Stopp, und nach oben, ausatmen. Einmal bitte beide Beine nach vorne. Das war jetzt der Bulgarian Squat. Das war gut, ist auf einem Bein. Wichtig auch nochmal, die Bewegungsgeschwindigkeit nicht nach unten fallen lassen. Immer bitte eine kontrollierte Bewegungsausführung. Wichtig ist auch, gebt eurem Zielmuskel den Fokus, spannt den Muskel an und hier ist es ganz wichtig, dass wenn er nach oben geht, dass die Po-Muskulatur angespannt wird. Mach mal bitte das andere Bein.
So. Gut, stehst du gut. Immer dran denken, dass du in der Hüftweite stehst, stehst ein bisschen eng, der Fuß ein bisschen nach außen. So, jetzt haben wir den Hüftweitenstand, das passt. Die Fußspitze unten ist super, die geht ganz leicht nach außen, minimale Außenrotation. Jetzt die Arme oben auflegen. Die Arme oben auflegen, warum? Dann habt ihr immer die Gewährleistung, dass hinten im Rücken, der Rücken ganz gerade ist. Mach mal die Arme runter. So, und die meisten kippen irgendwann die Schulter nach vorne. Genau, und hängen nach vorne. Ellbogen nochmal nach oben, genau. Jetzt legst du die Arme nochmal auf. Ellbogen nach oben. Und dann habt ihr immer die Gewährleistung, Rücken ist schön gerade. Brustwirbelsäule ist aufgerichtet. Jetzt mach mal diese Seite nochmal. So, die ist schon ein bisschen schwieriger. Und nach oben, man hat immer eine Seite, die geht easy. Die andere Seite ist etwas schwieriger. Schön tief runter, stopp. Po mal anspannen. Yes. Po anspannen geht immer wunderbar, wenn ihr Druck auf die Fersen ausübt. Druck auf den Fersen, nach oben ausatmen. Spürst du den Po? Ja. Sehr gut. Nochmal. Rücken gerade, Brust raus und nach oben. Und über die Po-Muskulatur nach oben schieben. Sehr schön. Das waren die Bulgarian Squats. Bulgarian Squats, mega Übung für einen absolut tollen Po. Es geht auch bei allen Übungen darum, ihr habt unten so eine Po-Kante. So, und die Po-Kante, das ist leider Gottes der Zahn der Zeit. Die Schwerkraft zieht es etwas nach unten, die Po-Muskelspannung geht verloren. Und durch diese Übung schaffen wir es wieder, den Po anzuheben, den Po zu liften. Und das geht definitiv nur, wenn ihr mit dem Krafttraining arbeitet, über Cardio. Über Ausdauertraining kann man das nicht. Deswegen immer diese Übung mit einpacken. Das war jetzt Bulgarian Squats. Und jetzt kommen die Ausfallschritte. Kurze Erläuterung zu den Ausfallschritten. Ausfallschritte kann man in ganz verschiedenen Varianten machen. Es gibt keine falsche Variante. Nur ich persönlich empfehle den meisten die Variante, die sogenannte Standvariante. Jetzt machst du mal einen großen Schritt nach vorne. Auch hier wieder wichtig, wenn ihr einen Schritt nach vorne macht, dass ihr in der Hüftweite steht. Bleibt mal so stehen. Wenn ich jetzt so stehe, ja, und so nach vorne gehe, dann bin ich nicht hüftweit. Ich bin völlig instabil. Deswegen, wenn ihr das macht, aus dem Hüftweitenstand einen großen Schritt nach vorne. So, jetzt seid ihr hier stabil und habt auch noch keine große Rotation in der Hüfte. Wichtig bei der Übung ist, dass der Fersen hinten oben bleibt. Der bleibt oben. Du könntest jetzt noch ein bisschen größeren Schritt nach vorne machen. Corinna, noch ein bisschen. Gut, und jetzt die Fußspitze leicht nach außen. Minimal, minimal. Sehr schön. Gerade Körperachse, Ellbogen auflegen. Super. Nochmal, ganz wichtig, auch nochmal, habe ich schon erwähnt, ja, beim Runtergehen immer in der sogenannten exzentrischen Phase, das ist die nachlassende Phase, einatmen, unten kurz anhalten, nach oben und ausatmen. Das ist die konzentrische Phase nach oben, okay? Um, ganz wichtig, Pressatmung zu verhindern. So, du darfst eine erste Wiederholung machen. Gut, stopp und raus und ausatmen. Super, nochmal. Langsam runter, stopp, nach oben und ausatmen. Sehr gut, tolle Ausführung. Nochmal, die Kniespitze darf ruhig ein bisschen nach vorne gehen. Das ist kein Problem, wir müssen keinen rechten Winkel halten. Das ist auch bei jedem etwas unterschiedlich, was er verträgt. Und bei dieser Art von Ausfallschritt kann man den Po-Muskel hervorragend fokussieren. Aus dem einfachen Grund, Po anspannen. Aus dem einfachen Grund, weil der Schub nicht nach hinten nach vorne kommt. Und ich bin bei der Übung, möchte ich von meinen Kundinnen, dass hauptsächlich die Po-Muskulatur trainiert wird. Wenn er den Ausfallschritt im Laufen macht, vorwärts laufen, dann kommt der Schub von hinten nach vorne und habt ihr etwas mehr Vorder-Oberschenkelbelastung. Und die meisten Ladies, die wollen keine dicken Oberschenkel haben, sondern der Booty, der Popo soll schön rund werden, schön stramm werden, schön straff werden. Und deswegen meine Empfehlung für Corinna und für die meisten meiner Kundinnen, diese Standvariante. Jetzt einmal wechseln der Beine. Wieder dran denken, dass noch ein bisschen nach hinten. So, Hüftweiter Stand, dass du nicht zu schmal stehst, Fußspitze leicht nach außen, Druck auf den Fersen, der hintere Fersen geht hoch, Brust gerade raus. Sehr, jetzt kommst du runter. Sehr schön, stopp und raus. Auch hier dürft ihr euch nicht wundern. Ihr habt eine gute und habt eine schlechte Seite, das ist normal. Die eine Seite ist von der Feinmotorik etwas besser geschult, die andere weniger. Da seid ihr vielleicht nicht ganz so ruhig, nicht ganz so stabil. Bitte noch drei Stück. Langsam runter, Druck auf den Fersen, nach oben ausatmen und immer darauf achten, dass ihr den Po bei der Aufwärtsbewegung anspannt. Gut.
Nochmal eine kleine Info, auch hier natürlich klar, wieder 2 bis 3 Sätze, jede Seite 15 Wiederholungen. Noch ein ganz wichtiger Tipp, das was ich die ganze Zeit euch hier sage, Po-Muskel anspannen. Das nennt sich sozusagen Zielmuskelfokussierung. Schwieriges Wort, ist aber ganz einfach, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wenn ihr jetzt einfach hergeht, macht einen Ausfallschritt, so, ja, ich habe es gesehen, das geht, mach jetzt halt mal, dann ist es ungefähr so, dass wie wenn ein Jäger im Wald steht, nimmt seine Schrotflinte und schießt nach oben, guckt nicht hin und hofft, dass er da oben einen Vogel trifft. Wenn ihr so trainiert, dass ihr euer Muskel sagt, was er machen soll, dann ist es wie der Scharfschütze, der auf den Punkt trifft. Und das ist ja die Absicht bei dieser Art von Übungen, dass ihr eine gewisse Muskelgruppe hauptsächlich trefft. Und das ist hier in dem Moment der Booty, das ist der Popo. Also solltet ihr euch auch in der Lage sein, euch darauf zu fokussieren. Okay? Jetzt haben wir insgesamt einmal gehabt die normale Schulterweite Kniebeuge. Wir haben gehabt die Sumo Kniebeuge, Bulgarien Squats und jetzt zum Abschluss der typische klassische Ausfallschritt. So, und da davon jeweils 2 bis 3 Sätze a 15 Wiederholungen. Wenn es einbeinig gemacht wird, dann gilt für jede Seite 15 Wiederholungen. Noch ein Tipp, ihr Lieben. Ladies, wenn ihr noch nie trainiert habt, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr keine 15 schafft. Da reichen rechts und links erstmal 5 Wiederholungen, völlig ausreichend. Und dann noch was. Ich werde euch garantieren, dass ihr nach dieser Art vom Training beim ersten, beim zweiten, vielleicht sogar nochmal beim dritten Mal extrem Muskelkater haben sollt. Muskelkater, da gehört ein Stück weit dazu. Und bei dieser Art von Übung kann er ganz extrem sein. Und deswegen, Ladies, übertreibt es nicht, fangt langsam an und fangt euch langsam an zu steigern. Und wenn ihr in einem Training, im ersten Training, noch jede Seite einmal 5 Wiederholungen macht, ist das völlig ausreichend. Und dann von Mal zumal steigert ihr euch um 2, 3 Wiederholungen. Und nach circa 6 bis 8 Wochen habt ihr das volle Programm und dann werdet ihr in der Regel auch keinen Muskelkater mehr bekommen, sondern nur noch ein leichtes Muskelziehen und das ist gut so. Gut, jetzt haben wir die Übung gemacht, was man mit Bodyweight macht. Und jetzt kommen natürlich dazu Übungen auf dem Boden. Und jetzt kommen die Tubes bzw. die Gummibänder zum Einsatz. Und da suche ich mir einfach mal eins raus, weil ich Blau ganz gut finde. Blau ist das Medium, also wir haben verschiedene Stärken. Wir haben da das ganz Schwere, wir haben das Medium, wir haben noch ein super Schweres, das ist das da. So, und die probieren wir jetzt mal aus. Solche Sachen kann ich euch gerne verlinken, da findet ihr einen Link dazu. Und kostet nicht viel und vor allem, da gibt es einen kleinen Beutel, da macht er das rein. Schaut mal. Das kann man überall mit hinnehmen. Das kann man immer mitnehmen. Das heißt auch, ihr könnt es in Urlaub mitnehmen, ihr könnt es zu Hause irgendwo hinlegen, nehmt keinen Platz weg und ihr habt euer kleines Fitnessstudio bei euch. Jetzt kommen wir zur ersten Übung mit diesen Gummibändern. Und da gibt es eben die verschiedenen Farben. Corinna hat sich fürs Blaue entschieden und ich zeige euch jetzt mal, wie man das anlegt und die erste Übung macht. So, bitte, du bist dran. Mitte Fuß, zack, hochziehen übers Knie, zack, anlegen, super, so ist gut. Und dann in den Vierfüßlerstand. Vierfüßlerstand, Rücken ganz gerade, hier stabilisieren bitte. So, also nicht durchhängen lassen, sondern nach oben den Bauch, noch ein bisschen höher. So, jetzt haben wir hier eine schöne Gerade. Vorne Arme, schulterweit, stabilisieren, jetzt geht's los. Einmal, zack, und jetzt schiebt sie den Fersen nach oben zur Decke und fangen mal an zu bewegen. So, und den Fersen nach oben zur Decke. So, und jetzt seht ihr hier natürlich nochmal, Po-Muskulatur. Sehr schön, langsam wieder runter. Nach oben, Po anspannen, nochmal, ihr stellt euch einfach vor, ihr habt hier auf dem Fersen Druckpunkt und den schiebt ihr nach oben zur Decke. So, Druckpunkt nach oben zur Decke, gehört natürlich am Anfang ein bisschen Übung dazu. Es kann sein, dass es bei euch dann am Anfang ein bisschen wackeliger aussieht, es ist völlig normal. Im Laufe der Zeit werdet ihr eine Routine bekommen und dann trefft ihr mit der Übung hervorragenden Po-Muskel. Und ihr seht ja auch, wie der Po-Muskel sich von der Form verändert. So, zu 100% richtig und auch hier wieder, jede Seite, die 15 Wiederholungen und immer dann auch ganz wichtig, wenn ihr nach oben drückt, Atmung, immer schön mitatmen, nach oben, ausatmen, schön Druck nach oben. Wenn ich jetzt hier meine Finger drauf lege, spüre ich ganz genau, wie unten drunter die Po-Muskulatur arbeitet und so soll es sein. Sehr gut, jetzt mal wechseln bitte. Einmal die andere Seite.
Das blaue Band reicht am Anfang. So, jetzt die andere Seite, gleiches Spiel nochmal. Einfach unten drüber machen. Auch hier wird es am Anfang so sein, dass es am Anfang ein bisschen länger dauert, bis ihr wisst, wie ihr das Band positioniert. Das geht aber recht schnell. 2, 3 Übungen und dann wisst ihr, wie es funktioniert. Wieder hier drauf achten, dass der Rücken schön gerade ist, dass er in den Knien schulterweit steht, ein bisschen breiter an den Knien. Okay, und jetzt geht's los. Fersen schiebt nach oben zur Decke. Stellt euch einfach vor, ihr habt einen Gegenstand und den schiebt ihr nach oben in die Decke rein. Wichtig ist, nach oben, bis hierher, bis zur waagerechten vom Oberschenkel, wieder runter. So, und jetzt hier auf den Fersen drauf und nach oben drücken. Sehr schön. Da seht ihr, wie sich hier der Po formt. Nochmal. Nach oben ausatmen. Genau, nochmal. Und nach oben ausatmen. Maximale Spannung auf die Po-Muskulatur. Und nochmal, okay? Sehr schön. Tolle Übung. Noch 2, 3 Wiederholungen. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr nicht zu schnell trainiert, sodass ihr den Zielmuskel zu 100% trefft. Und hier ist der Zielmuskel, die Po-Muskulatur. Sehr schön. Gut gemacht. Gut, das wäre die erste Übung mit den Gummibändern. Und kannst das gerade mal ausziehen. So, das war jetzt das blaue Band. Und dann ist ja so, wenn ihr die jetzt am Anfang macht, dann kann es sein, ja, das blaue Band ist ausreichend, das ist erschöpfend genug für euch. Und wenn ihr dann spürt, dass ihr irgendwann im Laufe der Zeit einfach viel mehr Power habt, tja, dann steigen wir um aufs nächste stärkere Band. Und wenn euch das gar nicht mehr reicht, dann haben wir hier das stärkste Band. Und stärkste Band hat ungefähr die doppelte Belastungsfähigkeit des blaue Band. Und somit habt ihr natürlich auch hier die Möglichkeit, die Widerstände variabel zu gestalten. So, jetzt kommt die nächste Übung. Für die nächste Übung leg dich mal bitte auf die Seite hin, mit dem Gesicht nach vorne. Ganz ablegen, sehr schön. So, und jetzt geht es folgendes. Jetzt nehmen wir hier wieder einmal Fuß nach oben, sehr schön. Dann hier einfädeln. So, jetzt die Beine ein bisschen mehr strecken. So, das sieht gut aus. Okay, und jetzt die Hüfte leicht nach vorne drehen, so. Vorne abstützen und jetzt kommst du mit dem Fersen nach oben. Gut, langsam wieder runter. Stopp, und wieder nach oben und ausatmen. Sehr gut. Und immer darauf achten, dass sie hier in der Hüfte nach vorne rotiert. Sehr schön. Und somit habt ihr jetzt natürlich hier, yes, auch wieder die Po-Muskulatur mit drin. Schöne gleichmäßige Bewegung. Schön Spannung halten. Natürlich ist hier der Oberschenkel auch mit dabei, logischerweise. Aber Zielmuskel sollte immer der Po bleiben. Auf den Po achten. Po spürbar. Wenn ich jetzt hier drauf drücke und die Hand drauf lege, dann spüre ich, wie die Muskelspannung sich erhöht. Und somit weiß ich, dass Corinna den Zielmuskel getroffen hat. Sehr schön. Nochmal. Und da auch wieder natürlich die 2 bis 3 mal 15 Wiederholungen. Ihr könnt auch gerne mal eine Uhr nebendran legen, einen Sekunden, also wo es Sekunden anzeigt. Und pro Satz dürft ihr gerne so zwischen 50, 60 und 70 Sekunden sein. Für einen Satz wäre optimal. Das wäre jetzt die nächste Po-Übung gewesen. So, und jetzt gehen wir einmal, du kannst dich auf den Rücken legen. Die nehme ich wieder ab. So, jetzt kommt Becken heben. Beine etwas breiter stellen. Gut. Ungefähr die Füße schulterweit, Knie schulterweit. Leg mal die Arme seitlich auf den Boden. Und jetzt kommt das sogenannte Beckenheben. Das heißt, ihr geht im Beckenbereich nach oben. Und zwar bis ihr eine Streckung habt mit dem ganzen Körper. Jetzt gehst du wieder runter, bitte. Stopp. Und jetzt kommst du hoch. Stopp. So, auch hier natürlich Beinbeuger und die Po-Muskulatur inklusive Rückenstreckmuskulatur. Da ist alles mit dabei. Nochmal. Nach oben. Stellt euch vor, hier drauf ist ein Gegenstand. Und den schiebt ihr nach oben zur Decke. Nochmal runter. Jetzt nach oben. Gegenstand hier drauf. Yes. Sehr gut. Das ist einmal das sogenannte Beckenheben beidbeinig. Und wenn du euch schon so gut bist, dass du sagst, naja, das ist eine Pipifax-Übung, dann einmal nach oben bitte. Rechtes Bein ausstrecken. So, Fußspitze anziehen, Po noch ein bisschen höher, Bein ein bisschen tiefer. So, jetzt wieder runter. Und nach oben. So, dann macht ihr das Ganze einbeinig. Das ist die Steigerung.
Damit könnt ihr euch steigern und könnt die Last erhöhen. So, jetzt einmal dieses Bein absetzen. Jetzt das nächste Bein nach oben. Fußspitze anziehen. Schönes Bein parallel im anderen lassen, ein bisschen tiefer. Jetzt kommt es nach oben. Sehr schön. Und da habt ihr natürlich jetzt eine größere Belastung auf einem Bein, weil ihr das gesamte Körpergewicht auf einem Bein stabilisieren müsst. Po-Muskel spürbar? Ja. Po-Muskel spürbar. Diese Frage stellt euch bitte selber. Wenn ihr diese Übung macht oder eine dieser Übungen und ihr spürt den Po nicht, dann müsst ihr nochmal an der Qualität der Übung arbeiten und nochmal langsam ausführen und euch vor allem auf den Zielmuskel, in diesem Falle den Po, konzentrieren. Wir kommen zur nächsten Übung. Und zwar ist es eine stehende Übung für die Po-Muskulatur. Und ich würde sagen, ich würde dir mal blau geben. Nehmen mal blau und du kennst die Übung schon. Die können wir auch aus dem Fitnessstudio, die kann man auch im Fitnessstudio machen, Kabelzug. Wir machen es natürlich hier heute mit diesen Bändern. Ziemlich unten ansetzen, das Band. Okay, die lege ich mal auf die Seite. Gut, jetzt an der Wand abstützen. So, an der Wand abstützen. Ihr steht, schaut ihr, hier ist natürlich die Hüfte waagrecht. Und hier haben wir den mittleren Anteil der Hüfte. Sobald steht ihr ein bisschen breiter noch. Breiter. So, und jetzt kommt ein Fuß nach hinten. Richtig, okay. Wichtig, Achtung. Und mit dem Fersen nach oben schieben. Hier versuchen, das Becken nicht zu stark zu kippen, mit dem Beckenboden dagegen zu arbeiten, sodass ihr nur aus der Po-Muskulatur arbeitet. Sehr schön. Genau, das ist eine kurze Bewegungsamplitude. Wichtig bei der Bewegung ist, ohne Schwung auszuführen, immer vorne einmal anhalten oder nach vorne. Jawohl. Und hier oben aufpassen, hier in dem Bereich, dass ihr das Becken nicht zu stark nach vorne kippt und dann eben hier eine zu starke Kippung provoziert. Weil das könnte hier in dem Bereich in der Lendenwirbelsäule wehtun. Also kurze Bewegung, Beckenboden dagegen arbeiten. Jetzt mal auf der Seite. Sehr schön. Mit dem Fersen nach hinten. Stellt euch vor, auf dem Fersen ist ein Druckpunkt und den schiebt ihr nach oben zur Decke. Sehr schön. Und nochmal nach vorne. Und nach hinten. So, wenn ich jetzt hier wieder meinen Finger auflege, nochmal. Hier mit Finger auflegt, merke ich, wie unten drunter die Po-Muskulatur sich anspannt. Und genau das ist das, was wir wollen. Kurze Bewegungsamplitude, nach hinten ausatmen, ohne Schwung, vorne anhalten, stopp, nach hinten anhalten, stopp. Perfekt. Auch wieder für jede Seite 2 bis 3 mal 15. Gut, wenn du jetzt schon stehst, da kannst du direkt die nächste Variante machen. Und zwar die nächste Variante ist seitlich an die Wand angelehnt. Lehn dich mal an die Wand an. So. Das vordere ist das Standbein und jetzt geht es dieses Bein hier nach außen oben. So weit wie du kannst. Gut, wieder zurück und wieder nach oben. Auch hier wieder ein Teil für die Po-Muskulatur. Natürlich ist auch der seitliche Oberschenkel mit dabei, aber auch die Po-Muskulatur. Wie ist das vom Bein? Gut oder zu leicht? Nee, ist gut. Okay. Und hier das gleiche Spiel. Nach außen drücken, hier am besten mit dem Fersen nach außen schieben. Stellt euch vor, ihr schiebt einen Gegenstand nach oben und dabei wird ein Teil der Po-Muskulatur angespannt. Mal die andere Seite. Anlehnen, lehn dich ruhig oben an. Genau, schön an der Seite anlehnen. Und jetzt kommst du hier unten raus. Ja, und stell dir vor, hier ist ein Druckpunkt und den schiebst du nach oben. Seitlicher Oberschenkel ist drin und hier oben ein kleiner Anteil der Po-Muskulatur. Auch die Übung natürlich wieder eben zwischen 3x10 und 3x15. Gut, okay. Da haben wir jetzt gleich noch eine Zusatzoption. Es gibt viele, die machen die Kniebeuge erstens mal schon viel länger und die haben einfach schon wesentlich mehr Power. Das ist die Nummer 1. Da gibt es eine Leistungssteigerung mit den Gummibändern. Und es gibt noch Menschen, die haben ein Problem, oder Ladies, die haben ein Problem, die Kniebeuge sauber auszuführen. Und da kommen wir jetzt gleich zu einem sehr, sehr geilen Trick, wie man das so hinbekommt, dass die Po-Muskulatur auch schön unter Belastung steht. Und das zeigen wir jetzt euch gleich. Gut, kommen wir zu mir. Zieh mal das Blaue aus, bitte. Und jetzt gibt's das. Das ist das härteste Band für die härteste Lady ever. So, einmal anziehen, hier unten rein. Ja, ziehst du es nach oben bis hierher. Nicht hinfallen, bitte. Okay, jetzt stellst du dich hier wieder an die Seite von mir.
Wie ich euch gerade schon versprochen habe, Zusatzoption für alle, die schon etwas mehr Power haben, können wir mit diesem Band natürlich noch eine zusätzliche Belastung praktizieren, indem man das Band anzieht und oberhalb vom Knie muss es sein. So, und jetzt stellt ihr euch hin, das ist schon ein bisschen zu breit, ein kleines bisschen schmäler. Guck mal, dass die vordere Achse stimmt, die Linie stimmt, okay. Gut, dass die Fußspitzen vorne passen, leichte Außenrotation nach vorne, nach außen. So, und jetzt nochmal eine Kniebeuge bitte. Okay, wieder nach oben. Und dadurch, dass ihr jetzt dieses Band fixieren müsst, dass das Band versucht, euch nach innen zu drücken, ihr müsst nach außen halten, ein bisschen tiefer noch. Okay, super. Nach oben. Dadurch aktiviert ihr automatisch mehr die Po-Muskulatur. Natürlich auch die Oberschenkelmuskulatur wird anders belastet. Aber hier zielen wir ab. Fokus, Po-Muskulatur. Nochmal, wenn du hochkommst, Druck auf den Fersen, Po anspannen. Spürbar im Po? Super, nochmal, komm. Runter noch ein bisschen tiefer. Brust raus, Rücken gerade und nach oben. Sehr schön. Noch einmal. Stopp. Und nach oben einmal so stehen bleiben, bitte. Höher, 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 bleib oben. So, jetzt haben wir natürlich durch dieses Band, haben wir einen zusätzlichen Widerstand. Sie muss dafür sorgen, dass wenn sie runtergeht, dass die Oberschenkel außen bleiben. Das Band zieht die hier nach innen. Und das ist eine klasse Aktivierung der Po-Muskulatur. Müsst ihr mal ausprobieren. Perfekte Übungen für Fortgeschrittene. Müsst ihr nicht unbedingt als Anfängerin machen. Aber wenn ihr schon mal dabei seid ein paar Wochen und sagt, jetzt brauche ich zusätzlich noch was, dann nehmt die mit rein. Sehr, sehr geile Erweiterung. Jetzt kommt der Sumo-Breitestand. Jetzt wird es interessant. Noch etwas breiter. So, und jetzt muss natürlich die Fußspitzen noch etwas nach außen rotieren. Arme wieder oben auflegen. Nochmal dazu für alle, der Ellbogen ein bisschen höher wie die Schulter. So, da bleibt ihr hinten im Rücken schön gerade und neigt nicht in eine sogenannte Schonhaltung nach vorne. So, und jetzt bitte nochmal Sumo-Kniebeuge mit der zusätzlichen Option. So bleiben. Brust raus, Rücken gerade und jetzt kommt es nach oben. Sehr geil. Spürbar? Ja. Dadurch könnt ihr den Po-Muskel wesentlich besser belasten, habt einen größeren Widerstand und dieses Band sorgt auch für eine bessere Stabilität in der Bewegung. Warum erkläre ich euch gleich nochmal. Brust raus, Rücken gerade und nach oben. Noch eine. Okay, klar. Brust raus, Rücken gerade und nach oben. Sehr gut. Beine etwas schließen. Und zwar, viele, die die Kniebeuge machen, haben das Problem, gerade im Anfangsbereich, dass sie in den Knien oft instabil sind, dass die Knie wackeln. Das heißt, beim Runtergehen eine gewisse Irritation nach innen, nach außen. Man muss natürlich nicht gleich das rote Band nehmen, man kann ja auch mit dem gelben oder mit einem ganz leichten Band anfangen. Und dadurch lernt ihr, in der Kniebeuge wesentlich stabiler zu werden, weil ihr immer dafür sorgen müsst, den Druck nach außen auszubauen. Und somit habt ihr dann eigentlich noch eine bessere Führung in der Kniebeuge. So, das wäre jetzt noch eine Zusatzoption gewesen. Und somit haben wir jetzt mal zum Einstieg für alle Ladies over 50, haben wir die besten Po- und Booty-Übungen beisammen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr viel Spaß daran gefunden habt, dann bin ich mir sicher, dass ihr irgendwann vielleicht sogar mal noch einen Bedarf habt, euch zu steigern. Und zum Thema Booty-Training, die Steigerung, da wird es irgendwann auch mal noch ein Video geben. Garantiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training und vor allem ganz viel Erfolg. Möge der stramme Booty mit euch sein.